Boom durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Ich habe so einen krassen Ohrwurm von Helene Fischer, dieses atemlos durch die Nacht. Aber das hört man irgendwo überall, habe ich so das Gefühl. Runter, runter, durch die Nacht. Und da ist der Ohrwurm wieder entfacht. Oh. Ich weiß nicht, warum ich den Ohrwurm hab. Ist nicht so, dass ich das Lied gern mag. Atemlos durch SG. Meine Beine tun mir weh. Ein Verzauberungsstich in EG. Dass ich das noch mal sehe. Oh Mann, ich würde jetzt einfach gerne weiterbauen hier. Ich würde gerne einfach weiterbauen. Aber leider ist die Folge jetzt zu Ende. Oh, 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 oh. Bitte bring mir bitte was bei, Dena. Wirklich. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein Noob. Wir haben jetzt einen Hund dabei. Ja, unseren Rolf, der... Oh Gott. Okay. Wir haben Rolf, den Wolf dabei, ja. Das mit anderen Worten heißt das eigentlich nur, dass meine Challenge ein neues Maß der Sinnlosigkeit erreicht hat. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen und sag euch jetzt einfach meine Pläne. Three weeks later. Okay, ihr merkt schon, ich rede ein bisschen um das Thema herum. Many months later. Ich rede so um, wie heißt Brei rum, ihr merkt das. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ich will jetzt nicht mehr länger um den heißen Brei herumreden, sondern das Ganze jetzt erzählen. Also, ich werde mir hier ungefähr an meinem Arm, an meinem linken Arm, einen Emerald tätowieren. Warum ein Emerald? Ein Emerald kann ja nichts. Und genau das ist der Punkt. Ich finde, ein Emerald spiegelt viel besser das wider, was mich irgendwie, weiß ich nicht, ausmacht. Also, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich nichts kann. Und das genau das, finde ich, ist diese Bedeutung, die mir wirklich gut gefällt. Weil ich persönlich Minecraft eben nicht aus dem Grund spiele, weil ich der Beste sein möchte oder weil ich irgendwie denke, ja, oh, ich bin eben kein Diamant, sondern ich bin halt ein Emerald. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, okay. Da hat jemand das beste Gerät zum Kämpfen. Ich möchte gerne Hexerei auf mein Gerät des Tötens bringen. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein schönes Erlebnis. Ich hätte, glaube ich, sonst nie in meinem Leben jemals Achtfüßer-Apartment oder geräuchertes Ebermett gesagt. Komm, renn. Ja! Ja! Oh mein Gott! Das war der Meisterwurf! Ich schlachte euch alle ab. So. Oh, da kommt ein richtiger großer Haufen. Ne, es sind nur zwei. Doch, drei. Bam, bam, bam. Oh, richtig viele Leute. Richtig viele Leute am Start. Richtig viele Leute. Ja, in die Ecke mit dir. Und du bist der Nächste. Ja, ihr denkt wohl, ihr könnt irgendwas machen. Könnt ihr aber nicht, denn ich habe eine verdammte Diamantbrustplatte und da ist irgendwo noch einer. Und tschüss. Alle erledigt. Und das Spiel ist gewonnen. Hey, du hast eine schöne Rüstung und die hätte ich gerne. Deswegen, lass mal zusammentun. Du gibst mir deine Rüstung und dafür stirbst du. Dena! Verschwinde mit deinem Scheißwasser! Spreng dich selbst in die Luft! Oh Mann, das hast du schon wieder voll viel gereckt. Das kann doch nicht wahr sein. Drei Leute und die gehen nicht auf dich. Los! Ja, töte ihn! Nein! Los. Gott, ich bin tot! Ja! Ja, übertreib! Boah, es läuft mir den Nacken runter. Jetzt, runter mit dir. So, es ist Sparta. So. So, die ersten haben wir. Und es war ein sauberer Drehungs-Runterschubskill. Oh mein Gott! Was? Oh Gott! Ich hab jetzt schon erfahren, dass wir wahrscheinlich... Oh mein Gott, ich schon wieder das Gleiche! Nein! Oh mein Gott! Oh! Auf einmal war ein Baby-Zombie hinter mir! Hä? Wie konnte schon wieder das Gleiche passieren? Hier bin ich auf jeden Fall gerade sicher. Aber das will ich überhaupt nicht. Nein, ich will hier nicht sicher sein! Oh, jetzt... Oh, Leute. Bin ich dumm? Ja. Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab Zombie getötet. Komm, ihr boxt euch gegenseitig und im Endeffekt töte ich euch alle. Nilo hat gesagt, er hat richtig hart trainiert und wird jetzt alles abziehen hier in Syndicate Games. Ich habe auf jeden Fall gehört, du bist der Boss. Nein, nein. Ich habe so ein Gen in mir, ich kann nicht verlieren in Minecraft. Da oben sind... Oh, da ist Exploders. GG, Creeper. Er ist in die Monsterfalle gelaufen. Oh mein Gott. Übelst herzlich. Ich bin in der Aufnahme. Penis. Und... Oh mein Gott, das war ganz knapp weggekommen. Haben wir noch einen Gegner oder ist vorbei? GG. Hacker? Gut, dann wissen wir jetzt auch schon mal, dass wir ein Hacker sind. Das ist schon mal eine gute Erfahrung. Ist ein bisschen Lava. Da mache ich ein Pflaster drauf, da ist alles okay. Vor meinem Haus ist ein Schild, wo steht, bitte lasst eine Rose da, aber keiner macht es. Es tut mir leid, aber ich habe die Rose gegessen. Willkommen meine... Ungeheuer lieben... Jorges! Und willkommen zu... Minecraft Neuland! Willkommen? Der Kopf ist mir gedroppt, ich habe jetzt einen Zombie-Kopf. Sehr geil. Und ich sehe hübscher aus als vorher. Wir brauchen nämlich diese dicken Stämme. Was war das für eine Bewegung? Simon. Dass wir sagen, niemanden kommt, nimmt alle eure Bossenfahrt mit. Aber wir können natürlich auch nicht verhindern. Jetzt hier mal bitte auf meine Gestik und Mimik achten. Wir können natürlich auch nicht verhindern, wenn uns Leute hinterherfahren. Versteht ihr? So. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Komm zu dir. Wir sind frei. Echt? Alter. Das ist so ein krasser Kontrast. Innen drin ist das wunderschönste Tal. Und hier draußen ist die Todesseuche. Verrottetes Land mit so einem grünen Schleim. Was ist denn das, Alter, für ein scheiß Biom hier? Alter, das ist ja ein totes Biom, so ein verseuchtes. Das passiert, wenn den eine Atombombe zündet. Ah, Entschuldigung. Oh Gott, nee. Mein Baumhaus ist ein Creeper. Alter, hab ich gerade erschrocken. Ey, Dena, bitte nicht. Was machst du hier? Nein, Dena, der wird explodieren. Boah, du hast ihn zum Explodieren fast gebracht. Und nein. Dann sagst du Dena, wo ich voll weit weg war. Ich hab immer, wenn du in der Nähe bist, irgendwie Angst, dass irgendwas explodiert. Haha, was solltest du auch? Ich hab immer so das Gefühl, wenn ich... Du kannst nicht schlafen, Monster leer. Oh mein Gott, Creeper! Oh, genau, ich habe noch diesen Part für die... Oh mein Gott! Ich kann nicht sterben. Nein! Au! Oh! Nein, dann nein! Ist dann wert. Nein! Ja, ohne Spaß, wo ist das Licht plötzlich hergekommen? Oh! Ich bin tot! Oh nein! So. Nein! Tot! Ah, warum bist du schon wieder gestorben? Geil! Ich mache das nur, weil ich komplett wahnsinnig bin in meinem Kopf, Leute. Ihr seht das ganze Ausmaß des Chaos, seht ihr auf ungefilmt. Ihr habt ja ein paar Szenen gesehen, die ich so ein bisschen reingeschnitten habe, was heute abging. Ja, vielen Dank. Guten Tag, umgespielt YouTube. Er ist der Beste, den ich kenne. Simon hat die 1 Million Abos geknackt, ja man kann es kaum glauben. Er ist der Beste, den ich kenne. Für alle anderen wird es eng. Simon hat die 1 Million 1 Million, 1 Million. Das ist nicht nur so eine Zahl auf YouTube, so eine 1 Million und Kommentare, sondern ich sehe diese Menschen vor Ort. Ich muss einfach sagen, ich liebe euch. Ihr seid einfach die geilsten Menschen, ihr seid die geilste Community, die ich mir vorstellen kann. Ohne Witz.